Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit Mr. Trade. Wir setzen unsere Rennserie fort. Oh, lange kam kein Video mehr, lange ist es her. Für die, die es nicht kennen, wir fahren jetzt ein Rennen hier auf dem Flughafen. Wer gewinnt, dann machen wir ein Rennen auf einer Map und dann easy. Okay, es geht los in 3. Philipp, du hast eine gute Map rausgesucht? 3, 2, 1, ja, habe ich. Los, tschüss. Oh, deine Beschleunigung. Aber Endgeschwindigkeit, die ist nicht so gut, Digga. Denk dran, du musst hinten die Wand berühren. Er mag gegenklatschen. Siehst du diese Schlangenlang hier? Zu wild. Tschüss, lang kam kein Video mehr, Digga. Ungewohnt, dieses Aufnehmen. Man kennt es. Und ich wurde direkt umgedreht. Geh weg, du bist gegen mich gefahren. Ey, wenn der jetzt gewinnt, weil er gegen mich gefahren ist, Frechheit. Das wäre geil, oder? Dann wird hier neu aufgenommen, Digga. Dann wird die Aufnahme aber abgebrochen. Ich konnte nur schneller drehen, weil der mich schon gedreht hat, weil ich dagegen gefahren bin. Ja, er gewinnt einfach. Wie klappt, Digga. Ich hätte eigentlich so klar gewonnen. Win! 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 Erster. Ja, nächst. Okay, dann. Wir sehen uns aber, auf der Map aber. Ich kann sagen, dein Fahrzeug ist auf jeden Fall besser. Ja, du bist aber gegen mich gefahren, Digga. Ja, Entschuldigung. Okay, wir sehen uns gleich auf der Map wieder, Freunde. Jo, bis gleich. Mann, da sind wir jetzt wieder beim Rennen. Ach ja, falls ihr bei Mr. Trade zuguckt, abonniert mich doch einfach. Ich bin Hans Koko. Und ich bin Mr. Trade. Na super, das Outfit wollte ich nicht. Ich wollte mein eigenes Outfit. Klau mir doch nicht meine Farbe, Digga. Was bist du für ein ehrenloser Mensch? Hä, du kannst. Warum? Wenn wir beide dieselbe Farbe haben, ist doch perfekt. Weil, dann können wir uns die gegenseitig nicht klauen. Seit Jahren bin ich rot und du irgendein anderer. Digga, so ein ehrenloser Mensch. Quatsch. So, übrigens ist das eine 9%ige Map. Oh. Die wird Mr. Trade nie beenden. Guck doch in die Videos. Du warst blau, ich war rot. Punkt. Naja, okay, nur weil du es gesagt hast. Die Videos. Was ein frecher Mensch. Frag mich nach den ob wir aufnehmen, Digga. Hält sich aber nicht mehr an die Regeln, die wir damals gemacht haben. Frechheit. Sorry. Hä? Achso, ich muss ja nach da oben abspringen. Ups. Oh. Achso. Hä? Hä? Oh shit. Ich hab mal eine Frage. Nein. So. Dann sag ich doch jetzt. Warum? Wie weiß ich, du kannst nicht fahren? Was wolltest du denn jetzt fragen, Mann? Ja, das war doch die Frage. Wie weit bist du denn jetzt zurückgefahren? Wieder nicht. Frag mich, wie viel ich wieder schneiden darf bei Scheren. Okay. Ich glaube, das ist 10 Minuten Video ist eine Stunde lang. Nein, ich habe 30 Minuten Video normalerweise. Das werden wir nicht erreichen. Ja. Also ich muss wirklich an der höchsten Spitze. Wird das geschafft? Nee. Doch. Nee. So die letzten Schweiß waren. Frag mich, ob ich wieder Musik einbauen kann. Ich war schon kein Ideal, wenn er den Leben nicht wirklich eigentlich hart zerstört. Oh, ja, super. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich bin da drauf gekommen, aber. Runtergerollt. Ja. War zu fett. Nein, Spaß. Ich weiß auch, jetzt jemand so hoch. Das ist auch nicht das Ziel, man kommt dann nicht auf die Mitte drauf. Upsi, also ich muss unten bleiben und dann hochziehen. So.
Nein, nein, ich will jetzt auf meinen eigenen Testergebnis kriegt das so raus. Wie soll man so hochkommen? Ich hab's gerade mal die Hälfte. Ich hab's gerade drauf geschafft. Ich muss das vor dem Lied tun. Oh, Alter, hier lebt gleich kein Rasen mehr. Was war das? Oh, 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 oh. 2 Meter. Hat auch drauf geblieben. Oh, scheiße, da war ich nicht. Farbe. Ja, wie immer Klaus, ne? Der Dark-Fan. Das ist der dunkle Bandit, Alter. Ja, richtig. Ja, ist doch besser so. Ich bin dann auch uns. Ja, der ist gleich ein Start. Mutons war bitte für die Schnüffel oder so. Aber ich muss auch früher. Bin drauf. Oh, 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 nein! Ich hätte so aus dem Kack. Nee, das war nicht gut. Du schaffst das nicht. Du kannst da nicht drauf bleiben, du musst direkt im Sprung durchfahren. Du kannst also nicht. Aber wie weit entfernst du denn? So, damit der schön hochfliegt. Nein, das war ein... Das war ein Bot, der hat schön gut gearbeitet. Schön intensiv. Soll ich jetzt eine gute Schatze kaufen? Wenn du dir den Wagen gekauft hast? Hab ich aber nicht. Dann hätte ich andere Räder drauf. Alter, warum fehlen mir immer 2 Meter? Schöner Slide. Slide! Arno. Ey Junge, mach eine andere Map. Such eine andere Map. Warte, bleib stehen, komm her zurück. Komm zurück. Okay, sofort. Ja, komme. Stell dich vor mich, zurück, zurück, ja, zurück. Guck mal gleich. Hallo! Vor mich, mit dem Boot, Digga. Auf dich, ah, okay. Ich hab von Leon so, wieder eine Einladung. So, weiter zurück. So, los, los. Ich wusste gar nicht, dass ich über dich drüber fahren kann. Ah. Hä, ach so. Spaß, Digga, ich will Windschatten. Ah. Krieg meinen Windschatten! Schaff es! Oh, oh! Fail. Ja, du bist komisch gefahren. Ja, Entschuldigung. Komm nochmal. Wir müssen richtig timen. Drei, zwei, eins. Warte, wenn du losfährst, wenn du auf die graue Rampe auffährst, drück schon mal auf Respawn. Okay. Hallo, hör auf zu blinken. Du musst ein bisschen fahren dafür. Ja. Achso, jetzt möchtest du mir Windschatten geben? Nein, du mir nochmal. Drei. Zwei, ein. Nee.
Es muss mit Windschatten funktionieren. Lässt du die Aufnahme drin oder nimmst du die raus? Wenn wir jetzt eine andere Map machen. Ich lasse die drin, aber ich schneide sie auf jeden Fall heftig. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall schon für diesen kräftigen Versuch einen heftigen Abo und ein Däumchen bei mir und Hans Koko da. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann aktiviert auch die geile Glocke. Also gut waren die Versuche jetzt nicht, aber abonniert mich trotzdem mal. Also der Versuch gerade mit dem Windschatten, das war eine super Idee von uns. Da wir die Map jetzt nicht geschafft haben, gucken wir, dass wir eine andere spielen. Ja. Vielleicht eine vernünftige. Such mal irgendwas Cooles mit Rocket Voltic. Auf mal nicht. Aber bitte nicht irgendwas mit Wall White oder sonstiges. Einfach eine normale Map, die jeder kann. Und die trotzdem Spaß macht. Willkommen. Da sind wir wieder. Ah, ihr habt jetzt einfach die einfache Diskussion mitbekommen. Juckt mich nicht, meine Freunde. So, wir haben schon mal ein Rennen gespielt, aber schnell drin lassen, weiß ich nicht an der Stelle. So, jetzt geht's los mit der einfachen Map. Die war ja für Kerno zu schwer, die vorjährige. Go, go, abonniert mich. Du hast es auch nicht geschafft. Ja, du wolltest ja auch unbedingt anders. Ist das normal, dass wir unter der Map sind? Ja. So, Leute, coole Map. Lasst bei mir ein Abo und ein Like da, bei Mr. Trade eventuell auch. Wenn von Mr. Trade kommt, ich bin Hans Koko, bla bla bla, lasst ein Like und ein Abo da, schaut von mir vorbei. Jetzt geh weg. Schlecht aufgekommen, aber zumindest nicht gedreht. Ja, geil, der Windschatten. Koko, und ich glaube ja nicht die Farbe. Ja. Ich wusste, wenn ich dir sage, eigene Autos, wirst du niemals ein rotes Auto haben. Also beim du bist so eine dumme Mist. Ich wollte nach oben. Ach, du hast es auch noch weiter geschafft. Ja. Ich kann auch hochziehen. Also wenn du jetzt nicht wie spawnst, dann ist die Freundschaft absolut beendet. Die war doch noch nie angefangen. Spaß. Hä? Welche Freundschaft? Wir sind Cousins. Du kannst keine Freundschaft aufbauen, wenn wir Cousins sind. Tja. Du bist für mich gestorben. Du bist kein Mensch mehr. Aus. Die Map ist gut, die ist einfach. Ich hoffe, da kommt jetzt was richtig Schwieriges. Tatsächlich nicht. Nö, eine Röhre, ein Wallride, aber ansonsten... Ey, warte mal, Digga. Jetzt hab ich wieder doppelt wegen dir. So ein Ehrenloser. Ja. Ich bin schon auf dich an warten. Ich muss jetzt den Kack gerade nochmal machen. Weil diese Plattform muss ich auch noch. Ich dachte schon, weil ich dich runtergeworfen habe. Ja, deswegen muss ich die auch nochmal machen. Hä? Alter, Alter! Was? Ja, ey, der Wallride wird sowas von eng. Scheiße, Alter. Du musst mit diesen G-Kräften halt einfach du musst dagegen lenken. Ich dachte, du wartest. Anscheinend ja nicht. Also meine Art von Warten ist zu fahren. Frechheit. Es gibt eine Anzeige. Schon mal gewusst. Aber ich fahre langsamer. Nein, abgestürzt. Aber egal. Ich bin bei einem Checkpoint abgestürzt. Hans Koko, ich komme dir mal entgegen. Ach doch. Muss ich sogar, weil es meine Route auch ist, zurück. So hart runtergeht vom Wallride. Das ist mir egal. Er ist runtergefahren. Ich bin noch drauf, Philipp. Schön. Man wieder runtergefahren. Ja, du bist so ein ehrenloser Spiel nicht mehr mit dir. Och Junge, du hast doch auch schon warten, so oft gefahren. Warten, halt dein Maul, du wartest nie, Digga.
Mob ist dort. Ja, am Wallride kann ich wohl schlecht langsamer fahren. Ja, du wartest kein Stück, Digga. Ich werde jetzt so die Ehre nehmen, Alter. Ich werde jetzt so reinswetten. Ich warte gerade. Halt's Maul. Ich kann auf die Karte gucken, ich werde wirklich anwarten. Doch, egal. Wahrscheinlich musst du einfach nur im Kreis fahren, Digga. Bist du da auch runter? Ja, du bist auch runtergefallen, so wie ich. Leute, da ist Hans Koko. Und der ist abgestürzt. Bin ich nicht, aber auch egal. Doch, du bist vom Wallride gefallen. Bin ich nicht, aber egal. Ja, das ist eine Kacke. Also ich fahr kurz nach da vorne, weil da kann ich dich besser sehen. Wir machen heute extra mehrere. Kann ich nicht. Doch. Sonst machen wir aber auch nur einen. Wir machen immer mehrere Maps, Digga. Ja, wir haben doch jetzt zwei. Nein, die eine wird gestrichen. Wir machen immer also, zwei zu Ende. Also ich nehme sie mit uns. Hä, wir haben doch jetzt nach dem Rennen zwei. Und nein. Doch, das Anfangsrennen. Digga, du nervst mich gerade so hart, machst mich so hart aggressiv, dass ich die Kackauffahrt nicht schaffe, weil die einfach dreckig gebaut ist. Ich die bin ist einfach ein scheiße, Digga. Die ist super gebaut. Als Maul. Ja, wahrscheinlich hast du das fast, weil du Bastard. Hans Koko schaffst einfach nicht den Worldwide. Als Maul. Ja, wahrscheinlich rutsche ich jetzt schon in der Röhre ab, Alter. Hans Koko, es ist alles gut, es ist alles gut. Wir haben keinen Zeitdruck. Glaube ich. Ach da, und er ist wieder abgefallen. Ich hab's gesehen. Willst du mich verarschen? Ich hab's gesehen. Wie bist du denn da abgefallen? Was ist das für eine Kacke, Digga? Was denn? Ich habe hier bei mir auf meiner Astro-Welt alles in der Nähe. Ich hab riesige Harzquellen und riesige Mischquellen bei mir. Ach so, apropos Harz. Ich habe ganz viel Harz und Gemisch gesammelt. Wer ist das? Ja, ich hab gut gekauft. Was hast du denn? Du möchtest nicht. Der wird jetzt auf der Party gekippt, Digga. Hä? Koko, darf ich nicht sagen, dass ich Harz geholt habe? Der wird aus der Party gekickt. Ist mir egal, ob du Harz holst. Ich rede doch gar nicht mit Thanes, ich rede mit dir. Na, du redest mit Thanes. Na, die Thanes, ja. Nein, ich rede echt ernsthaft mit dir. Sonst hätte ich ja nicht gesagt, dass ich Harz und Gemisch geholt habe, aber okay. TF, Digga, was ist das für ein Müll? Und warum möchtest du Thanes kicken eigentlich? Weil er ein Fettsack ist. Er ist nicht fett. Doch. Nee, der ist ein Sportler. Richtiger Muscle Man. Ach, der, na, er ist nicht fett. Lass ihn doch in Ruhe. Und selbst wenn das wäre. Dann wäre er ein Fettsack. Och, Philipp. Deine Mutter würde, wenn die das hört, würde die sagen, Philipp. Ich würde sagen, Keanu. Ey, wo bleibst du denn? Das ist kacke gebaut, die Map, Digga. Die ist 1A Sahne-Spitze gebaut. Ich wollte gerade fragen, ob ich mir einen Reifen verschießen soll. Und dann fällt mir ein, wir spielen ja gar nicht GTA. Also GTA. Oh, doch. Wir spielen ja gar nicht GTA, genau. Wir spielen ja nicht GTA, nö. Nö, wir spielen in Wahrheit Astronautica. Kombination aus Subnautica und Astronier. Perfekt. Schaffst du es jetzt? Perfekt. Nein.
Doch. Er kommt. Schnell weg. Alter, warum kann ich das so gut? Ich erinnere dich jetzt mal nicht an die eine Map. Ich frag mich, ob du die Loopings da auch alle First Try schaffst. Easy. Es funktioniert alles, wenn man vor Hans Coco flüchten will. Wenn man aber mit Hans Coco spielen will, dann funktioniert nichts. Allein dafür, für die Aussage, kannst du jetzt einen bösen Headshot anziehen. Danke. Ich hab's nicht verstanden, was du gesagt hast, deshalb danke. Also es ist einfach alles perfekt gebaut. Ich schwöre, wenn der hier seinen Kanal verlinkt hätte, dann würde ich seinen Kanal abonnieren, weil er die so gut gebaut hat. Ich würde ihn 20 Schweiß dran drücken und dann sein Haus verbrennen. Der arme Hans Coco, so ein Teufel. So eine Schmutzmap, Digga. Ach komm, Alter, ich habe auf dich gewartet. Das spielt doch keiner freiwillig. Doch, ich? Schmutz. Du willst doch nur dein Geld kassieren für diesen Monat. Du bist wie der Erz-Illager, du kannst dich nicht geschlagen geben. Was? Also in Minecraft Dungeon. Hast du etwas gebraucht? Nein. Ich denke auch für ja. Hast du hier Drogen genommen? Du, ne? Ich denke irgendwie. Nein. Eine Schmutzige. Einfach perfekt gebaut. Das ist schon fast eine Automatik-Map, Alter. Hier in den Kreiseln, da kann ich R2 einfach gedrückt halten. Mehr muss ich nicht machen. Oh! Ja, hier sollte ich vielleicht nicht nur R2 gedrückt halten. Philipp, warum bist du so weit hinter mir? Also 21 Sekunden ist er jetzt nicht gerade weit. Stimmt, weil ich gerade hängen geblieben bin. Oh, da kommt die Rampe. Die Rampe in den Himmel. So ein schmutziger. Was macht Finn eigentlich gerade? Hallo? Ja, woher soll ich das wissen? Alter, was ist das für eine Rampe? Wer ist Finn? Ja, wahrscheinlich fährt er einfach rein, so ein ehrenloser Mensch. Ja, tut mir leid, da war eine riesige Rampe. Ich wusste ja nicht, dass es danach. Ja, gut, also, du tust so, als hättest du es nicht geschafft. So, gleich geht's weiter. Hä? Hey? Was? Hä? Hey? Was? Wie gleich geht's weiter? Ja, wie? Es gibt Schläge. Also und heute am Mittwoch, den 3.6.
kam kein Video, leider. Das hat folgende Gründe, dass ich heute... Willkommen, da sind wir wieder in der nächsten Dreckigen. Ich war noch nie weg. Warum kein Kontakt, was habe ich getan? Sag nicht, dass es vom selben Mapper war, aber dieselbe Mapper auch noch, Digga. Ja. Stell dir mal vor, das wäre jetzt halt genau das gleiche. Wäre schon geil, ne? Nee. Und da räumt er mit. Oh Scheiße, ich habe aus Versehen einmal auf die Bremse getippt. Achso, ich habe gerade gedacht, da war oben zu. Ey, die ist ja richtig geil, die Map. Oh Scheiße. Naja, Hans Koko wird sowieso gleich verkackt. Einfach Schmutz da hinten, der Tür. Ich weiß, dass ich schmutzfrei bin. Ich hab gesagt, du bist Schmutz. Nein, ich bin schmutzfrei. Das ist richtig schmutzig. Ich reise in die Zukunft. Wenn es Verschläge für dich gibt, gerne. Ich bin in der Zukunft angekommen, alles blau-schwarz. Perfekt. Noch eine Stunde. Mann, warum konnte ich dich denn nicht wegrammen, Alter? Kein Kontakt ist so langweilig. Ja, weil du schlecht bist. Ohne kein Kontakt. Weil du nur rammen kannst, Digga. Hat man ja gerade eben auf dem Wallwalk gesehen. Und tschüssi. Was für tschüssi? Ich weiß, dass du gleich verkacken musst. Ja, dann weißt du was, was ich noch nicht weiß. Na ja, natürlich, ich bin ja auch schlauer. Kappa! Ah, was für Kappa? Junge, ich hab dir eben mein Englisch reden mit deinem komischen Freund dazu gehört. Ey, grauenhaft. Besser als du, Digga. Selbst Leon sagte, ich kann besser Englisch. Grauenhaft, du kannst nicht mal jemandem sagen, wo du wohnst auf Englisch, Digga. Doch. Ja, sag hier auf YouTube, wo wohnst du auf Englisch. Ich sag nicht, wo ich wohne, nein. Ja, weil du es nicht kannst. I live in Germany. So, das sag ich. Ja, das ist einfach falsch. Ich lebe in Deutschland. Ja, schön für dich. Egoist. Opfer. Was hat das mit Egoismus zu tun, Digga? Alles. Nix, kein Stück, Digga. Egoist ist das, ich bin besser als du, das ist egoistisch sein. Nein, Egoist ist, wenn man nur an sich selber denkt. Hä? Wo muss ich hin? Weiß ich auch noch nicht. Von wegen, das weißt du auch noch nicht. Ah, ist doch so, weiß ich nicht. Die Sache ist, ich habe halt wirklich weniger Fehler gemacht als du, aber du hattest am Anfang irgendwie besser angefangen. Ein Kontakt angemacht hast, du Pussy. Ich hab nicht dran gedacht, das ist nicht halt die Wahrheit, ich hab nicht dran gedacht. Außerdem, guck, da merkt man, dass dein Skill nur von RAM abhängt. Nö. Oh, doch. Ich kann nichts dafür, dass der T20 ein bisschen schneller ist. Meine Beschleunigung ja, haut dafür wesentlich mehr rein. Wenn du besser wärst, dann ist es egal. Ich hab gar nicht gesagt, dass ich besser bin, ich hab einfach gesagt, dass ich das gewinnen würde. Ja, absolut nicht, Digga. Doch. Naja, aber ist mir eigentlich scheißegal, diese Folge hab sowieso ich schon gewonnen. Nein, hast du nicht. Doch, weil 2-1 dann steht. Nein. Doch. Das Anfangrennen ist immer nur zum Warmspielen. Das haben wir immer mitgezählt und wir haben immer Gleichstand gemacht. Da du jetzt 3 rennen wolltest, musst du damit abkönnen, dass ich gewinne. Ja, insgesamt. Kann ich mich absolut nicht dran erinnern. Oh, hier würde ich schmutzig wegkommen. Alle Zuschauer wissen es. Oh nein, der da.
eine halbe Minute liegst du hinter mir und du willst mir erzählen, dass das nur wegen der Endgeschwindigkeit ist. Ich glaube, das ist schon ein bisschen am Skill. Nein, ich hatte auch gerade 3 Unfälle. Ja. Erst bin ich gegen den Zeppelin gefahren, weil ich nicht wusste, wo lang. Dann bin ich aus Versehen falsch auf den Worldwide aufgefahren, weil ich zu spät gesehen habe, dass ich hatte. Das dritte Mal weiß ich nicht. So Leute, das war mein Video. Ich hoffe, euch gefallen hat. Bewertung da und ein Abo. Schaut bei Hans Koko vorbei. Ich habe das Match gewonnen und er hat eine Runde jetzt gewonnen.